Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache hier heute eine Neumodellage, aber mit Press-on-Nails. Und zwar verwenden wir dafür gleich das Glue-Gel. Das haben wir ja schon eine Zeit lang bei uns im Shop. Das ist ja ein ganz, ganz standfestes Gel. Und das macht das Arbeiten mit Press-on-Nails richtig, richtig einfach, weil ihr da gar kein Verlaufen mehr habt, gerade wenn ihr auch eure Nägel selbst macht. Und es hält wirklich extrem gut. Ich habe mir hier jetzt schon Tipps bereit gelegt. Und zwar habe ich jetzt die runden, kurzen Tipps genommen, aber ich werde sie wahrscheinlich noch weiter kürzen. Das heißt, wenn ihr sie sowieso umfallt und kürzt, wäre es jetzt völlig egal, welche Tippform oder Größe ihr nehmt. Das Gute bei dieser runden Form ist, dass der größte Tipps, also der Nuller, extrem breit ist. Also ich habe hier jetzt für den Daumen habe ich die 2 genommen und dann hat man eben noch den 1er und den 0er und die sind richtig breit und das ist bei anderen Tippformen nicht unbedingt der Fall. Bei uns im Shop findet ihr aber alle Größen beschrieben. Ich glaube, die Squares sind bei uns die breitesten und diese kurzen Runden. Ich habe mir die richtigen Tipps ausgesucht. Warum mache ich das jetzt so? Es geht einfach super schnell, es hält gut und man hat eine sehr glatte Oberfläche. Und ja, wir wollten das jetzt nicht allzu kompliziert machen. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Ich habe die Nägel jetzt soweit vorbereitet. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich Ultrabond verwende. Ist nicht unbedingt ein Muss, aber dann halten die Nägel einfach nochmal besser. Trage ich einfach auf und ich zeige euch gleich, wie ich das Ganze auftrage. Man muss so ein bisschen rauskriegen, wie viel Gel man verwendet. Manchmal klappt es nicht direkt beim ersten Mal, aber wenn man das gerade so ein bisschen rausbekommen hat, dann geht das total einfach. Also wie gesagt, hier läuft nichts, das ist extrem standfest. Also wie ihr seht, sehr, sehr standfest. Und ihr könnt das Gel dann im Prinzip direkt mit dem Tipp entnehmen. Einmal gucken, dass von innen hier kein Staub ist. Ich mache es sogar so, dass ich die Tipps gar nicht unbedingt anraue von innen, weil es auch so sehr gut hält. Aber sonst, wenn ihr da Bedenken habt, könnt ihr entweder einen Fräser nehmen und das Ganze von innen so ein bisschen anrauen. Oder was ich ganz gerne mache, ich schneide mir hier einfach so ein bisschen was von einer Feile ab. Das ist so eine klebende Feile. Mache mir das auf dem Rosenholzstäbchen und dann kann man hier auch so ein bisschen reingehen. Also sicher ist sicher. Wenn ihr das von innen so ein bisschen anraut, dann hält das nochmal ein bisschen besser. Aber mit dem Glue-Gel habe ich da auch so sehr gute Erfahrungen gemacht. So, was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt es eben direkt hier rausnehmen. Ihr könnt das auch mit einem Werkzeug einfach so, sage ich mal, so ein Kügelchen rausnehmen. Oder direkt mit dem Tipp. Es geht nochmal so ein bisschen einfacher. Einfach was rausnehmen und da muss man einfach so ein bisschen probieren, bis man da so die richtige Menge hat. So. So, dann nehme ich mir den Nagel. Ich setze es hinten ab, drücke es quasi so ein bisschen unter die Nagelhaut und dann drückt ihr den Tipp runter. Und das Schöne ist hier, euch läuft nichts in die Ränder. Und wenn ihr der Meinung seid, es passt so, könnt ihr einfach loslassen. Normalerweise ist es ja bei Gel so, das müsst ihr festhalten, irgendwie fixieren und dann unter die Lampe gehen. Und gerade wenn ihr eure eigenen Nägel macht, ist das total unpraktisch. Da fehlt einem irgendwie immer eine weitere Hand und das habt ihr hier gar nicht. Also ich könnte jetzt ganz bequem alle 5 Nägel machen, dann unter die Lampe gehen. Hier wird sich nichts lösen. Es muss natürlich unter der Lampe aushärten. Wenn jetzt doch so ein bisschen was am Rand rausgekommen ist, dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen mit einem Werkzeug hier ganz in Ruhe entfernen. Ihr seht, es löst sich nichts. Ich drücke hier nochmal ein bisschen runter. Ich möchte nämlich keine Lücke zwischen Naturnagel und Tipp. Das soll nicht passieren. Der muss wirklich richtig bündig sitzen. Nochmal so ein bisschen nachdrücken, die Ränder etwas säubern. Und dann arbeite ich im Wechsel immer einen Finger. Gehe dann in die Lampe und mache so lange an der anderen Hand weiter. So sieht das Ganze jetzt mal aus, wenn es fertig ist. Und ja, theoretisch müsste man jetzt, hier ist einfach nur so eine kleine Kante, sage ich mal, die weggefeilt werden muss. Theoretisch müsste man nur die entfernen, das Ganze ein bisschen anrauen und dann könntest du auch schon ein Design machen. Aber die Nägel sind ein bisschen lang, deswegen kürzen wir die. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, wäre es schon fast egal gewesen, welche Tipps man genommen hätte, wenn man die dann theoretisch oder wenn man die im Nachhinein sowieso kürzt, dann hätte man jetzt auch andere nehmen können. Ich finde es praktisch, wenn man Tipps hat, die dann natürlich genau die richtige Länge haben. Wir haben ja verschiedene Formen und dann kannst du dir diesen Schritt sparen. Aber ja, du kannst auch alle Tipps, die wir haben, dann noch umfeilen und anpassen, wie es dir dann gefällt. So, das heißt ganz normal feilen.
könntest sie auch mit einem Tippcutter kürzen. Ja, und dann raue ich die Oberfläche immer an, habe ich ja gerade schon gemacht, einfach mit einem Buffer, damit das Gel da drauf auch gut hält. Ich benutze natürlich jetzt auch nur noch Gele, die jetzt nicht zu dick auftragen. Wir haben den Aufbau ja im Grunde schon fertig. Das heißt, ich mache nur noch ein Design mit Shellac oder mit normalen Farbgelen, dass das Ganze schön dünn bleibt. Gerade auf Press-on-Nails kannst du sehr gut mit Chrompigmenten arbeiten, weil du wirklich die perfekt glatte Oberfläche hast. Das ist ganz gut. Und so bereiten wir die Nägel vor und dann machen wir gleich auch mit dem Design weiter. So sieht das Ganze dann einmal aus und wir machen jetzt weiter mit der Farbe. Ich nehme jetzt einen Nude-Ton, das ist Pastel Nude, ein Shellac. Ich benutze ja gerne Shellacke, weil ich dann keinen separaten Pinsel nehmen muss. Und die kannst du dann direkt auf dem angerauten Nagel auftragen. Ich benutze in der Regel zwei Schichten. Das mache ich jetzt einmal an allen Nägeln. Gerade die erste ist immer so ein bisschen transparenter. Und mit der zweiten deckt das Ganze dann. Ich fächer den Pinsel hier schön aus am Rand. Shellacke bitte immer dünn auftragen, gerade die erste Schicht. Schön dünn und ordentlich und mit der zweiten kannst du dann so ein bisschen satter arbeiten. So sieht das Ganze jetzt einmal aus und ich habe jetzt schon ein paar Nägel versiegelt mit einem Versiegler ohne Schwitzschicht. Jetzt trage ich nochmal Perfect Duo auf, das ist ja unser Versiegler mit Schwitzschicht und ich möchte so eine Art Rosenquarz-Design machen. Man sieht das hier auf dem hellen Ton relativ wenig, aber ich mache es trotzdem. Es sieht insgesamt dann doch ganz schön aus, wenn man da dann genau hinguckt. Das heißt, wir arbeiten jetzt so ein bisschen nass in nass. Und normalerweise nehme ich dafür gern Versiegler ohne Schwitzschicht, aber hier brauche ich eine Schwitzschicht für den nächsten Step sozusagen. Das heißt, hier einmal das Gel aufgetragen. Jetzt nehme ich mir ein bisschen weißen Shellac und den trage ich jetzt einfach so ein bisschen willkürlich auf dem Nagel auf. Und dann verläuft das einfach ein bisschen. Wie gesagt, so allzu viel wird man davon gleich nicht sehen, aber ich finde es trotzdem dann ganz schön. Und dann arbeiten wir gleich in Kombination mit goldenen Flakes. So, und je länger du wartest, ich gehe immer wieder so ein bisschen rein, desto mehr verwischt das so ein bisschen. Und dann kriegt das diese Rosenquarz-Optik oder so ein bisschen Marmor-Optik. Kannst dann auch noch mal einen Milky Sealer nehmen. Dann wird das Ganze auch noch mal so ein bisschen verdeckt. Geh einfach noch mal so ein bisschen drüber. So, es verläuft gleich noch ein bisschen, das mache ich hier an dem Nagel auch. So, wir machen an der anderen Hand weiter, so sieht das Ganze aus. Ich habe ja jetzt eine Schwitzschicht und ich nehme mir dann einfach solche goldenen Flakes mit einem Pinsel und setze sie einfach so ein bisschen am Rand und drücke sie ein bisschen an. Ein paar oben, ein paar unten. So, und einfach so ein bisschen mit dem Pinsel dran drücken, damit die ganz flach liegen und anschließend kann das Ganze versiegelt werden. Also ein ganz einfaches Design, aber es sieht trotzdem schön aus. Ich selber habe es auf meinen Nägeln auch, das Video habe ich euch ja auch schon gezeigt. Da habe ich allerdings Mint genommen als Untergrund, aber auch hier sieht das Ganze sehr schön aus. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und hier könnt ihr dann das Endergebnis sehen. Die Nägel wurden nur noch eingeölt. Und ja, mir gefällt es ganz gut. Das hat mir auch bei meinen Nägeln schon so gut gefallen. Und gerade wenn ihr Designs habt, die euch besonders gut gefallen, dann versucht sie einfach mal mit verschiedenen Farben zu machen. Also hier, das ist ja so ein peachiger Nude-Ton, sieht auch ganz schön aus. Natürlich sieht man das Marmor-Design darauf nicht so doll, aber ich finde es trotzdem sehr schön und es ging jetzt auch sehr einfach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Feedback da, schreibt mir, wie euch dieses Design gefällt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!